Schönen guten Abend auf dem Kanal Ganzheitliche Medizin Düsseldorf. Ich begrüße Sie zu einem neuen Vortrag. Es geht um ursachenorientierte Diagnostik und um den ganzheitlichen Gesundheitscheckup. Mein Name ist Dr. Gerhard Südfels. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde, Akupunktur, Schmerztherapie und manuelle Medizin in Düsseldorf. Hier ein paar Hinweise, wie immer, dass wir ein ganzheitlich naturerkundliches Gesundheitsverständnis haben und dass es möglicherweise von der wissenschaftlichen Medizin abweichen kann. Beispiele für ursachenorientierte Diagnostik sind zum Beispiel der Bluthochdruck. Das ist nicht ein Mangel an blutdrucksenkenden Pillen, so wie man das aus der Schulmedizin kennt, wo einfach die Blutdrucksenker erhöht werden, wenn der Blutdruck noch nicht richtig stimmt, sondern wir schauen nach den möglichen Ursachen. Das kann eine Gefäßverkalkung sein, das kann Stress sein, das kann Übergewicht sein, ein Mangel an Bewegung, aber auch Mangelzustände im Mineralstoffbereich, gerade Magnesium und Kalium senken den Blutdruck, Atemaussetzer oder eine ungünstige Ernährung. Es gibt Nahrungsmittel, die den Blutdruck absenken und anheben. Und mit diesen Maßnahmen kann man relativ viel machen. Und manchmal ist es dann auch erforderlich, zeitweise einen Blutdrucksenker zu geben, aber oft kann man den dann nach ein paar Wochen oder Monaten wieder absetzen oder benötigt ihn erst gar nicht. Zweites Beispiel ist Erschöpfung. Das wird dann oft als Depression gedeutet und dann werden Antidepressiva verordnet. Auch da gibt es viele andere Möglichkeiten. Ein Mangel an Vitamin D und B finden wir sehr, sehr häufig. Ein Eisenmangel oder einen suboptimalen Eisenwert, also selbst dann, wenn der Wert in Ordnung ist, kann dieser noch dazu führen, dass er erschöpft macht, weil der Wert einfach nicht optimal ist. Genauso bei den anderen Mineralien und Vitaminen genauso. Hormonelle Störungen, auch hier geht es um Optimierung. Stress als Auslöser, Schlafstörungen, ganz wichtig. Schläft man überhaupt tief genug, wird der Schlaf unterbrochen, zum Beispiel durch Atemaussetzer. Mitochondrienstörungen, also Störungen der Energiebereitstellung des Stoffwechsels in den Zellen und chronische Entzündungen sind häufige Auslöser für Erschöpfung. Und da macht es Sinn nachzuschauen und dann kann man oft die Ursache auch beheben. Wann macht man jetzt einen ganzheitlichen Check-up? Wann ist das sinnvoll? Gesundheitsvorsorge wird prinzipiell ab 35 Jahren empfohlen. Das sind sich alle Ärzte relativ einig. Beim jüngeren, gesünderen Menschen braucht man einen geringeren Untersuchungsaufwand und beim älteren Menschen oder beim kränkeren oder einem Menschen mit mehr Beschwerden dann entsprechend einen größeren Untersuchungsaufwand. Besondere Risikofaktoren sind wichtige Faktoren, die zu einem Check-up führen können, zum Beispiel familiäre Risiken wie Krebserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familie, aber auch eigene Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, hohes Cholesterin, Diabetes, Organkrankheiten, zum Beispiel Lebererkrankungen, rheumatische Krankheiten oder die regelmäßige Einnahme von konventionellen Medikamenten. Da sollte man natürlich nachschauen, ob das alles passt von der Dosierung, ob es irgendwelche Schadwirkungen der Medikamente gibt und ob man die überhaupt noch braucht oder ob es andere ganzheitliche Lösungen gibt. Übergewicht, Stress und Befindlichkeitsstörungen sind weitere Faktoren, weshalb man zum Beispiel ein Check-up machen sollte. Befindlichkeitsstörungen meint hier irgendwelche Beschwerden, weshalb man sich nicht richtig wohlfühlt. Wozu dient ein ganzheitlicher Check-up? Erstens die Vorsorge der tödlichsten Erkrankungen. Das ist Krebs, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, die Zuckerkrankheit und die Demenz. Krebs, möchte ich direkt einschränkend sagen, ist leider manchmal etwas schwierig zu diagnostizieren. Mit hundertprozentigster Sicherheit kann man das nicht ausschließen, aber mit weitestmöglicher. Zweitens die Erhaltung einer guten Lebensqualität, das gesund alt werden, ja, dass man möglichst gesund und fit alt wird. Und dazu kann man einiges beitragen, einen Teil im Lebensstil. Und im anderen mit der optimalen Versorgung von Vitaminen und Mineralien. Und drittens das Erkennen von Ursachen von Erkrankungen, wie eben schon erläutert, und von Befindlichkeitsstörungen. Also das, weshalb Sie sonst vielleicht gar nicht zum Arzt gehen würden, was Sie aber dann doch belästigt, wie zum Beispiel Müdigkeit, ne, dass Sie nicht richtig fit sind, dass Sie nicht gut schlafen, morgens nicht erholt sind, dass wir irgendwo Schmerzen haben, die keiner so richtig erklären kann. Oder dass die Verdauung rumort, brummt, bläht. Auch dagegen kann man in der ganzheitlichen Medizin etwas tun. Meistens zumindest. Was ist dann ein ganzheitlicher Check-up? Bei uns besteht er
aus 4 Einheiten. Das erste ist die ausführliche Anamnese, zweitens die schulmedizinisch-internistische Diagnostik, drittens die erweiterte naturheilkundliche und funktionelle Diagnostik und viertens das ausführliche Befundgespräch. Und das erläutere ich hier nochmal etwas ausführlicher. Die Anamnese, also das Arzt-Patientengespräch, dafür nehmen wir uns besonders viel Zeit, je nach Aufwand 40 bis 60 Minuten ungefähr. Und da fragen wir nach allen möglichen Beschwerden, also nicht nur die, wofür es eine klare Diagnose und eine klare medizinische Erklärung gibt, sondern alles, was sie so plagt oder stört. Vorerkrankungen natürlich, Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen, familiäre Erkrankungen, Lebensweise und Stresslevel, Ernährung, Bewegung, Entspannung, was tun sie so Gutes für sich, Noxen, ja, was tun sie Schädliches für sich, das kann zum Beispiel Ernährung sein oder Alkohol oder Rauchen, psychoemotionale Belastungen und oft fragen wir auch nach lebensgeschichtlichen Meilensteinen. Ja, was ist so Wichtiges passiert im Leben und wo wollen sie vielleicht auch noch hin? Und dann wird besprochen, welche Diagnostik gemacht wird. Das wird ganz individuell, also ein Check-up von einem Patienten zum anderen ist fast nie gleich. Es gibt so ein paar Basiseinheiten, die wir oft ganz gern machen. Aber es wird individuell geschaut, was erforderlich ist und das wird mit ihnen abgestimmt. Und eins ist halt die komplette körperliche Untersuchung. Dann wird meistens ein Ultraschall gemacht, zum Beispiel von Bauchorganen, aber auch von der Halsregion mit Schilddrüse und Halsschlagadern. Und wenn erforderlich ist, auch vom Herzen oder bei Männern, die Krebsvorsorge für die Unterleibsorgane, Blase, Prostata und Hoden. Bei den Frauen erfolgt das beim Gynäkologen. Dann die Herz-Kreislauf-Diagnostik, EKG, Belastungs-EKG, ebenfalls auch die Langzeitmessung von verschiedenen Herz-Kreislauf-Funktionen, ganz modern zu Hause mit einer Art Uhr oder einem Fingerclip und EKG-Elektroden, ganz ohne Blutdruckmanschette. Und dann kann noch weitere Diagnostik erfolgen, wie Durchblutungsmessung, Lungenfunktion, natürlich die Darmkrebsvorsorge aus der Stuhlprobe und wir sprechen auch mit Ihnen, wann dann eine weitere Diagnostik mittels Darmspiegelung sinnvoll sein kann. Die Blutwerte, die individuell bestimmt werden, der Impfstatus, die Urinprobe und gegebenenfalls eine Schlafmessung, wenn Sie unter Schlafstörungen leiden. Drittens ist dann die naturerkundliche und funktionelle Diagnostik, die wird dann direkt verwoben mit der schulmedizinischen Diagnostik, geht aber über diese hinaus. Bei der Untersuchung wird geschaut nach der Körperstatik, nach dem Gleichgewicht zwischen verschiedenen Muskelfunktionen. Es kann eine Körperfettmessung gemacht werden, dann geschaut werden, wie hoch ist der Körperfettanteil und die Muskelmasse. Stressmessungen spielen häufig eine Rolle, die mache ich oft präventiv, zu schauen, ob sich da irgendwas anbahnt, weil wenn zum Beispiel die Herzratenvariabilität, das ist ein wichtiger wissenschaftlich evaluierter Stresstest, auffällig ist, dann steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Burnout. Dann werden die wichtigsten Vitamine und Mineralien gemessen. Das ist immer abhängig vom Beschwerdebild, welche gemessen werden. Aber B12 und Vitamin D und der Eisenspeicher sind auf jeden Fall entscheidend wichtig, weil diese oft in der allgemeinen Bevölkerung nicht optimal vorhanden sind. Dann kann nach Übersäuerung und oxidativem Stress geschaut werden. Oxidativer Stress ist eine schleichende Entzündung, latente Entzündung, die sozusagen eine Art inneres Rosten auslösen kann, also Verschleiß von Organen, das Immunsystem beeinträchtigen kann. Da gibt es Werte, die das abschätzen. Und dann kann je nach Beschwerdebild können Schadstoffe, Hormone untersucht werden. Es kann in den Zellstoffwechsel geschaut werden, wie die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, funktionieren, wie die Aminosäuren, also die Eiweißbausteine vorhanden sind, wie die Versorgung mit den Aminosäuren aussieht. Es kann in den Darm geschaut werden, ob die Darmflora gesund ist oder ob es da Faktoren gibt, die stabilisiert werden sollten. Es kann der Stoffwechsel gemessen werden. Und manchmal werden sogar genetische Untersuchungen gemacht, um zu schauen, ob es irgendwelche Entgiftungsprobleme oder sonstigen Probleme im Stoffwechsel gibt, die man dann versucht auszugleichen. Diese Untersuchungen stammen dann zum einen aus der Naturheilkunde, aber vor allem aus der sogenannten funktionellen Medizin, wo man versucht, die Körperfunktionen zu optimieren und damit Krankheit zu beseitigen und Gesundheit zu stabilisieren. Das vierte ist dann das ausführliche Befundgespräch, wo alle Befunde erläutert werden und dann ein Plan zur Verbesserung der Gesundheit erarbeitet wird oder zur Erhaltung der Gesundheit, wenn man schon ziemlich gesund ist.
Und das kann durch verschiedene Bereiche passieren. Zum einen halt im Lebensstil, also in der Ernährung. Ne? Das heißt, was ist optimal für diesen Stoffwechsel? Welche Bewegung ist gut? Passiert ausreichend Entspannung? Gibt es gute soziale Kontakte und das richtige Mindset, also richtige Lebenseinstellung? Und dann ist ein wichtiger Faktor zu schauen, ob es irgendwelche Vitalstoffmängel gibt, die ausgeglichen werden müssen, dass Risikofaktoren, die da sind oder bestimmte Krankheiten, die sich andeuten, minimiert werden. Manche müssen Hormone balanciert werden und manchmal muss die Verdauung reguliert werden. Und in manchen Fällen braucht es dann doch natürliche Medikamente und in seltenen Fällen auch konventionelle Medikamente. Da versuchen wir die möglichst verträglichste Lösung für Sie und mit Ihnen zu finden. Das ist sozusagen unser Konzept vom ganzheitlichen Gesundheitscheck. Und wenn Sie weitere Informationen dazu haben möchten, können Sie gerne auf unsere Webseite schauen, www.praganzmed.de. Und ich freue mich natürlich auch, Sie auf diesem Kanal wieder zu begrüßen zu einem der weiteren Vorträge. Vielen Dank, auf Wiederhören.